Hey und willkommen, ich bin der Bergmann und ich begrüße euch zu einer neuen Folge Minecraft, Bad Wars. Aber bestimmt auch nicht. Bergwerk wollte ich eigentlich sagen. Ihr merkt, ich bin ein bisschen neben der Spur und es gibt heute auch keine Facecam, weil ich weiß nicht, irgendwie ist es momentan vielleicht auch so ein bisschen den Roleplay-Projekten Leben und Desperado geschuldet, irgendwie mal ganz angenehm ohne Facecam aufzunehmen, weil ich mich dann irgendwie viel besser auf das konzentrieren kann, was ich eigentlich sagen möchte. Und eigentlich wollte ich sagen, dass ich völlig verbacken bin und euch natürlich auch eigentlich mal, wie wir es damals schon versprochen hatten, ein kleines Zwischenupdate schuldig bin, weil es ja doch sehr, sehr ruhig ist momentan bei mir auf dem Kanal. Und das liegt, wie ihr vielleicht wisst, einfach mitunter daran, dass ich momentan alle Energie, die ich habe, in dieses wunderschöne Projekt hier stecke, nämlich Bergwerk Labs, der Minecraft-Server, an dem wir jetzt schon einige Monate arbeiten. Und der jetzt seit ein paar Tagen, und das dürfte ich eigentlich gar nicht sagen, in einer weiteren offenen Beta-Phase ist. Ich dürfte es eigentlich deshalb nicht sagen, weil wir momentan mit 300 Slots fleißig am Testen sind, was unsere Kisten aushalten. Mehrere Slots haben wir noch nicht, einfach deshalb, weil es tatsächlich schweineteuer ist, so einen Server aufzubauen. Und dementsprechend sind wir jetzt gerade erstmal so ein bisschen am Rumprobieren und hören uns noch euer Feedback an. Und ja, so wenn ihr denn mögt, also um mal Tacheles zu sprechen, dann könnt ihr sehr, sehr gerne einmal vorbeischauen. Ich kann das ja jetzt einmal kurz hier machen, indem ich auf Lobby 1 gehe, weil da sind nämlich schon ganz, ganz viele von euch. Und wie gesagt, jetzt vermutlich um die Uhrzeit ist es ein bisschen schwierig drauf zu kommen, aber ich denke mal im Laufe des Abends oder spätestens heute Nacht, jetzt ist ja Wochenende, huch, ein Bergmann mit einem schicken Outfit, grüße dich und blauen Augen, hallo, sollte das eigentlich möglich sein für euch hier drauf zu spielen. Und wie gesagt, momentan alles noch sehr, sehr dilettantisch, sehr, sehr provisorisch alles. Huch, da ist ein Delay. Aber neben Bad Wars, was es ja beim letzten Test gab, gibt es jetzt auch Flash. Und morgen, allerspätestens übermorgen zum Sonntag, sollte es auch zwei weitere neue Spielmodi geben. Bis dahin ist es aber eigentlich, wenn ihr spielen wollt, sowieso am wichtigsten, spielt. Das ist eigentlich allgemein so das Wichtigste, dass die Lobbys schön genutzt werden, beziehungsweise die Spielmodi. Und dann habt ihr hier unten links so ein schönes Feedback-Buch und da könnt ihr eigentlich reinschreiben, was ihr so zu bemängeln habt oder was ihr vielleicht ganz cool fandet oder was noch verbessert werden könnte. Und dasselbe könnt ihr auch im Forum. Da ist die Adresse einfach bergwerklabs.de/forum. Und ich möchte euch an dieser Stelle um eine Sache bitten, und zwar seid knallhart. Ich habe bei manchen Sachen immer so den Eindruck, dass viele Leute einfach prinzipiell alles cool finden, weil es jetzt von uns kommt, aber ich glaube, jeder findet irgendwas, was ihn stört, und ihr müsst uns nicht, weil ihr uns nicht verletzen wollt oder weil ihr nett sein wollt, irgendwie sagen, oh, das ist der geilste Server ever und besser als alle anderen Server und sowas, weil A, sind wir das nicht und B, wollen wir das auch gar nicht. Deswegen an dieser Stelle vielleicht einfach mal liebe Grüße an alle anderen Servernetzwerke dieser Welt. Wir freuen uns sehr, uns bald euren Nachbarn nennen zu dürfen. Und ja, es ist alles sehr, sehr aufregend und von dem ein oder anderen Servernetzwerk haben wir auch ein bisschen Hilfe bekommen, deswegen einfach mal liebe Grüße auch dahin. Und wie gesagt, an euch die Bitte, ich dachte gerade schon, an euch die Bitte, fleißig hier raufzukommen, auszuprobieren und gerne euer Feedback einfach ins Forum oder eben hier in das Büchlein oder natürlich, ist vielleicht der einfachste Weg, einfach unten in die Kommentare zu schreiben. Und ja, ansonsten bleibt mir nur zu sagen, Leute, es tut mir leid, dass momentan so wenig Videos kommen. Ich weiß, ganz, ganz viele von euch, die warten auf Desperado, die warten auf weitere Minispiele, die warten auf diverse andere Projekte. Und es ist einfach so, dass ich dieses Projekt super schlecht simultan fahren kann. Wenn ich jetzt irgendwie täglich so auf YouTube die Videos mache und dann gleichzeitig noch Kommentare beantworte, mit euch ein bisschen quatsche, ein bisschen spiele und dann noch gleichzeitig das hier mache, irgendwie, ihr wisst, ich bin immer sehr, sehr schnell maßlos überfordert und dementsprechend habe ich gesagt, nein, du konzentrierst dich jetzt einfach mal, zumindest jetzt in der Phase, in der der Server jetzt geöffnet ist, wirklich nur, hallo, nur auf den Server. Und wenn das alles klappt, dann gibt es zumindest morgen wieder ein paar Videos und die dann auch von dem Server hier. Das heißt, ich werde euch nochmal eine Runde Flash zeigen. Da haben wir richtig, richtig geile neue Maps bekommen und eine Runde Bad Wars Duel auch. Ihr könnt auch einen ganz, ganz neuen Spielmodus testen. Den hat Saf quasi so nebenbei nochmal programmiert.
Den findet ihr hier im Rathaus, was quasi so ein bisschen unsere Beta-Bude wird, unser Beta-Gebäude. Und da könnt ihr mal vorbeischauen. Nennt sich Trials und ist auch so ein PvP-Modi, der vielleicht am ehesten vergleichbar ist mit so einer Mischung aus Ender Games und In Time von Temulia, beziehungsweise Ender Games von Gomme. Und ja, der Rest wird sich zeigen. Wir haben, wie gesagt, hier noch ein paar Jump'n'Runs. Morgen wird es auch dann quasi, hier ist nämlich momentan so ein bisschen der Slow-Mode, 60 Sekunden, weil sonst bricht hier sowieso alles zusammen. Dafür wird es dann das Kino geben. In dem Kino, da hatte ich schon mal angeteased. Ah, das muss ich euch auch noch unbedingt zeigen. Daran baue ich nämlich gerade primär. Das Kino wird ein Ding voller Überraschungen. Da bastel ich momentan in einer Art Geisterbahn, die euch quer durch den ganzen Kanal quasi führen wird. Vorbei, also durch meinen Kanal, vorbei an allen Minecraft-Projekten, wo ihr halt durch Sets fahrt, vorbei durch alle Kurzfilme und das Ganze halt begleitet mit, ja, quasi von mir, mit einem Ressourcenpack, wo ich dann nebenbei quatsche. Es ist alles noch sehr, sehr VIP, ich kann euch da wenig von zeigen, aber hier wird es dann, wie gesagt, auch eine wunderschöne Lagune geben mit einem eingravierten Matthias darauf. Nein, eine Lagune geben mit einer kleinen Strandbar, wo man dann halt schnacken kann, auch ohne Slow-Mode, wo man einfach gemütlich sich auch mal hinsetzen kann, ein Käffchen im Kino trinken oder eben in die Lagune und ein bisschen zusammen planschen kann. Leute, das soll es mit dem Video gewesen sein. Ich wollte euch einfach nur kurz ein kleines Lebenszeichen geben. Kommt gerne vorbei, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr hier vorbeischaut und die jungen Herren und Damen hier sicherlich auch. Und dann probiert bitte, bitte, bitte gerne, hallo, viel rum. Macht euch auch gerne mal auf die Suche nach den zahlreichen Secrets, die wir hier versteckt haben. Allen voran natürlich das ominöse und gern gesehene Lebenssecret. Da gab's, sind heute quasi zum Lebenssecret nochmal zwei neue Secrets dazugekommen, also innerhalb des Lebenssecrets. Deswegen die, die da schon waren, die können natürlich da auch nochmal gerne vorbeischauen. Oder ja, alternativ spielt einfach die Spielmodi oder quatscht hier ein bisschen mit uns. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Danke, dass ihr euch das Video angeschaut habt. Danke, dass ihr noch nicht alle weg seid. Und seid mir nicht böse. Oh, ah, ah, bald geht's weiter. Und dann hier auch wieder mit regelmäßig Videos und dem ein oder anderen Status-Update hier von Bergwerk Labs. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch einen fantastischen Abend und einen guten Start ins Wochenende. Und ja, wir hören uns morgen. Macht's gut, tschüss, euer Bergmann.